Willkommen zurück zu Let's Play Van Helsing, also eher gesagt The Incredible Adventures of Van Helsing. In der letzten Folge, ich erinnere mich, haben wir gegen die ominöse Vogelscheuche gekämpft. Und scheinbar haben wir es besiegt. Haben wir nicht. Okay, aber wir lassen die auf jeden Fall hier liegen. Denn wir haben ja schon oft genug gemerkt, das wird nix. Ist die besser? Was haben wir hier? Nee, schlechter natürlich. Wir laufen mal einfach nochmal runter. Wow! Was sind denn das für Soundeffekte hier? Die haben mich ja schon ein bisschen erschreckt. Muss ich schon zugeben. Oh, ein Riesenmantel. Okay, ne, der ist locker besser. Wow, es geht mit Katharina ab. Nice, die kann dann so richtig Beast verwandeln. Sind wir hier richtig überhaupt? Nee. Scheiße. Laufen wir hier mitten ins Battle rein. Dabei müssen wir noch nicht mehr hierher. Okay, dafür haben wir wenigstens später den Weg hier geklärt. Wo müssen wir denn hin? Normalerweise blinken hier immer so Echos auf. In dem Fall jetzt nicht, aber hier unten. Ah, genau. Tatsächlich. Da unten haben wir noch eine Quest. Geht zum Roma-Lager zurück. Wir müssen dann nebenbei noch den Bürgermeister und den Wolfsbau finden. Wird dadurch alles noch gemacht hier. Und irgendwas war noch mit der Tinte. Ich glaube, irgendwie wurde mein Speicherpunkt zurückgesetzt, denn wenn ich mich recht erinnere, haben wir die Folge in der Tinte beendet. Bin ich mir sogar ziemlich sicher bei. Aye, you did it. I'm as good as my word. We will make that pesky curse disappear. That's mighty kind of you. Das ist doch schön. Endlich vorbei. Sprecht mit dem Alchemisten. Come closer, stranger. Das ist gar nicht der Alchemist. Wo haben wir den Alchemisten? Der ist zu Hause. In Markovna. Laufen wir aber ja zurück nach Markovna. Ja, und das hier kennen wir leider alle schon aus der letzten Folge. Aber ich mache das jetzt einfach nochmal, denn so viel ist es nicht. Ich habe da schon wahrscheinlich irgendwelche Probleme hier beim Speicherpunkt suchen. Und da wurde dann schon ein bisschen zurückgesetzt. Aber ich denke, das macht nichts aus. Doppelt gemobbelt ist besser gehoppelt, wie es so schön heißt. Und jetzt geht's auch wieder nach Markovna. So. Gut, die Ladebildschirme dauern etwas länger. Ja, aber hier der irre Stefan. Ah, kennen wir schon. So, der war jetzt hier irgendwo der Alchemist, ja. I gather you were the one who helped me, yes? I had selfish reasons. I need to know what happened in Borgova. Science happened. Which means? That there are experiments where you create a monster. And Borgova is a monster now. Gut, haben wir jetzt die... Nee, wahrscheinlich nicht. There is a well in the village where the ink seeps out into this world. An ink tide snatched away a bag of valuable components from me. And how can I help you with that? If you could climb down into the well and risk your life by looking for my belongings, I'd be very grateful. Das machen wir natürlich. Denn wir sind auf der Suche nach neuen Quests. Holt den Beutel aus der Tinte. Los geht's, ab in den Tintengraben. Ein Tintling hat ihm einen Beutel von wichtigen Sachen gestohlen. In dem werden wir jetzt hoffentlich zurückholen. Versuchen zumindest, dann werden wir direkt wieder in den Fight geschickt. Mit heftigen Bias. Gut, das war's. Die haben nichts. Doch, hier. Ich bin jetzt überlegen, ist der besser oder nicht? Ich glaube eher, die hier sind besser. Dann tauschen wir es mal aus. 10 und 15, okay, die sind schlechter. Dann können wir weiter. Und hier können wir einfach drüber laufen. Da kennen wir noch alles aus der letzten Folge. Ah, und Rosulka, die sind so schlimm einfach nur. Oh, ich sollte mal vielleicht healen. Ich gehe mal lieber auf den Fernkampf. Das ist mir zu riskant, da vorne reinzugehen. Okay, das war's.
Also, es wird immer schwerer hier. Man muss besser aufpassen. Haben wir was Schönes dabei? Nein. Magischer Hut. Der ist besser als unser. Der Gürtel, der ist schlechter. Ansonsten ist es, glaube ich, nur Zeugs, das wir die ganze Zeit schon hatten. In der Tat. Okay. Dann müssen wir wohl da runter gehen. Ich probier's erstmal über den Fernkampf. Gut, dann wechseln wir jetzt auf den Nahkampf. Hab vergessen, mich zu heilen. Ich bin doch so ein Dummer. Ey. Shit. Okay, die gingen nochmal einfach. Okay, da hinten stehen noch welche. Wir warten aber noch kurz und zum Cooldown für die Arcana-Heilung ab. Sind doch ein bisschen zu riskant, ohne da reinzugehen. Und meine ganzen Heiltränke will ich auch nicht verprassen. Also warten wir einfach mal noch ein bisschen. Müsste schnell gehen. So, und zack, hier einmal noch Heilung. Und jetzt geht's rüber mitten in den Kampf. Aber das hier sind jetzt keine so starken Gegner. Die könnten wir auch so schaffen. Nee, doch nicht. Ihre zahlreiche Überlegenheit zahlt sich aus. Wobei, den Heiltrank hätte ich, glaube ich, nicht nehmen müssen. War relativ unnütz. Aber hier sehe ich schon, hier müssten wir, glaube ich, einen Heiltrank benutzen. Oder einfach eine Arkanheilung. Oh! Warum ging das so schnell? Auf einmal war ich so schnell tot, okay. Na ja gut, es macht nichts. Wir haben viel Geld. Wir können uns eigentlich so einen Respawn leisten. I need healing potions. Ich auch. Sind wir hier in der Sackgasse? Wir können den hier aber nochmal machen. Oh Mann, das Spiel ärgert mich, du. Den schaffen wir noch, den schaffen wir noch, den schaffen wir noch. Das ist der letzte. Boah, war das wieder knapp, ey. Wir haben hier viel zu viel Heiltränke verbrasst. Das wollte ich eigentlich vermeiden. 11, schlechter. Da kommen wir noch nicht mal bessere Rüstung. So, geben wir mal alles der Katharina rüber. Kann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nichts verkaufen gehen. Weiß nicht wieso. Vielleicht geht das hier. Achso, die läuft ja immer zum nächstbesten Händler. Wahrscheinlich muss man auch in der Nähe von dem Händler sein. Ja, immer Arcane Heilung, nur für den Fall. Die hat auch schon mal mehr gebracht, die Heilung, oder? Ja, gehen wir einfach mal drauf. Mit ein paar Skills noch. Und der Schwierigkeitsgrad normal, auf dem wir hier spielen, der ist schon ziemlich angehoben. Das muss ich lassen. Jetzt haben wir es hier ohne einen Heiltrank geschafft und können direkt wieder eine Akala-Heilung reinhauen. Oh, Entschuldigung, Lady Katharina war mir am Rumbacken. So, und hier oben scheint keiner mehr zu sein. Die nächsten sind da hinten. Puh. Das sieht nach Ärger aus da hinten. Sieht ordentlich nach Ärger aus. Ich warte mal noch einmal eine Arcana-Heilung ab. Wobei, die sollte ich vielleicht eher im Kampf gebrauchen. Puh, gehen wir jetzt runter. Das könnte was werden. Da unten ist aber auch ein Schrein. Und ein paar versteckte Kisten noch. Nee, das war einfach zu heftig. Alter, aber viele Dinge hier in dem Game sind einfach viel zu hart gemacht. Das muss man wirklich sagen. Wobei, man muss sagen, für das Game braucht man noch einen Haufen Skill und den habe ich eben nicht so richtig. Oder einfach einen Haufen Healing Potions, ne? Wäre die andere Lösung. Es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Scheiße.
Hä? Jetzt? Ich bin irgendwie zurückgesetzt worden. Kann man die vielleicht abhängen? Krieg ich doch im Leben nicht mehr. Oh, lol. Der zieht sich zu mir, deshalb bin ich hier irgendwie zurückgeportet worden. Jetzt rennen wir hier wieder bis zum Anfang zurück, ey. Komm schon, geh drauf. Puh. Diese Kämpfe sind echt hart. Wirklich richtig hart sind die. Ist der Mantel wenigstens besser, Alter? Die können mich schon mal. Geben mir hier nur Scheiße und ich muss mich hier abrackern wie eine Sau. Wir brauchen unbedingt Heiltränke. Wie viel Geld haben wir? Okay, es reicht für ein paar. Oder dafür müssen wir zuerst mal wieder in die Nähe von was, von einem Händler oder so kommen. So, wenigstens ein paar haben wir mitgeholt. Bleib mal jetzt hier. Oh, das waren scheinbar alle sogar. Und Heiltrank, oh Gott, danke. Da hinten steht noch einer. Den haben wir auch. Oh gut, die haben alle Heiltränke dabei. War jetzt nichts drin. Einmal noch den Schrein der Präzision. Zack. Da unten ist noch eine Schatzkiste. Haben wir jetzt natürlich auch. Geheimnisvolle Edelstein, ein bisschen Gold. Und hier habe ich doch auch irgendwo was gesehen. Hier eine Holzkiste. Da war auch ein bisschen Gold drin, ne? Überqueren wir wieder das Ufer. Oh, hier waren noch Soldaten gewesen. Die haben es leider nicht geschafft gegen diese Viecher. Es ist einfach nicht mehr schön. Es ist einfach zu schwer gemacht. So, komm, die haben wir da wohl. Man kann nicht so viele Heiltränke dafür verbrauchen. Wir müssen schon mal jetzt immer diese Weglauftechnik machen. Ich bin gerade voller Konzentration. Die Dinger, die halten so viel aus, einfach nur. Boah. Alter, das ist wirklich hart, 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 muss ich sagen. Und ich hoffe, dass es im nächsten Part ein bisschen einfacher wird. Dass wir vielleicht den Tintling auch finden könnten. Und so weiter, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe dann auch, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.